Ja, Leute, wir haben uns heute auf den Weg gemacht zum Oldtimer-Treffen in Ellringen. Das ist eigentlich ein Pflichttermin für alle Oldtimer-Fans. Eigentlich geht das Treffen nur bis Baujahr 72. Aber bis jetzt hat es immer geklappt, draufzukommen, auch mit dem 87er Manta. Schauen wir mal. Ellringen ist jedes Jahr Ende April und man findet da alles. Autos, Motorräder, Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren. Und außerdem gibt es noch einen großen Teilemarkt, wo man gut mal stöbern kann und noch mal so einige Sachen kaufen kann. Die letzten Male war ziemlich viel Schrott dabei auf dem Teilemarkt, aber vielleicht ist ja diesmal besser. Ja, Schrott ist ja immer so eine Ansichtssache. Ja, das stimmt. Das ist ja wie mit dem Geschmack von Autos. Erste Teil haben wir jetzt durch von Ellring. Wir waren jetzt auf dem Teilemarkt, haben ein bisschen was geguckt nach einem Opel Rekord, ob die da ein paar Teile haben. Haben wir jetzt leider nichts gefunden. Ich habe Manta-Teile geguckt, du hast ja gab es auch nicht wirklich was. Es gab halt viel, ja, Moped-Teile, Zündapp, dann Antiquitäten hatten sie halt noch so ab und zu, aber... Die in meinen Augen nichts auf einem Autoteilemarkt zu suchen haben, aber ja, das ist meine persönliche Meinung. Ist halt wieder Geschmackssache. Wollen wir unser neues Projekt kaufen, oder? Ellring 2015. Es gab sehr viel zu sehen, sehr viele verschiedene Fahrzeuge in allen Preisklassen. Vom Ford Sierra aus den 80ern bis hin zum Ferrari, alles dabei. Zustand gab es auch von schlecht bis sehr geil. Und laut Veranstalter waren hier oder sollen hier 700 Fahrzeuge gewesen sein, was wir eigentlich auch, ja, bestätigen können. 700 Autos? Ja, woher weißt du das? Stand in der Zeitung, dass hier 700 Fahrzeuge herkommen sollen. Viele Käfer, einige Motorräder, alles sehr facettenreich. Lohnt sich. Der Teilemarkt eher weniger, aber das ist meine Meinung. Das ist deine Meinung, aber... Das ist vielleicht deine Meinung.